So, wir sind immer noch dabei, dass wir so ein paar Dinge einfach durchgehen, von denen wir später sehen werden, wofür wir das alles gebrauchen können. Es gibt noch eine ganz simple Sache, die man mit Matrizen machen kann. Die muss man halt nur einfach mal gesehen haben. Das ist das sogenannte Transponieren von Matrizen. Das bedeutet im Prinzip einfach, man spiegelt die Matrix an der Hauptdiagonalen oder, wenn Sie das anders interpretieren wollen, Sie vertauschen die Rolle von Zeilen und Spalten. Also wenn Sie eine Matrix haben, die zum Beispiel so aussieht, 1, 2, 5, minus 1, 3, 8, dann nehmen Sie die transponierte Matrix, da macht man meistens oben so ein T ran wie transponieren. Und das können Sie jetzt auf zwei Arten interpretieren. Einmal sagen Sie, aus der ersten Zeile mache ich die erste Spalte. Aus der zweiten Zeile mache ich die zweite Spalte. Also das ist eine Möglichkeit, das zu interpretieren. Dann bekommen Sie, erste Zeile war 1, 2, 5, zweite Zeile war minus 1, 3, 8. Dann bekommen Sie das hier. Das bedeutet natürlich auch, dass sich der Typ entsprechend ändert. Diese Matrix hier hat den Typ 2 Zeilen und 3 Spalten. Diese Matrix hat dann sozusagen den umgedrehten Typ, 3 Zeilen und 2 Spalten. Oder die andere Art, das zu interpretieren, ist, dass Sie sagen, wo verläuft denn die Hauptdiagonale hier? Und wo verläuft hier die Hauptdiagonale hier? Jetzt können Sie vielleicht sich das sogar noch besser vorstellen, wenn Sie sagen, ich stelle mir im Geiste die Matrix so erweitert vor, dass sie quadratisch ist, diese auch. Dann würde die Hauptdiagonale hier lang laufen. Das ist nicht schön geworden. Hier so lang laufen. Und wenn Sie jetzt spiegeln an dieser Diagonalen, dann sehen Sie die Einträge, die auf der Diagonalen stehen, die bleiben da stehen, wo sie waren. Die 1 oben links bleibt weiterhin da, wo sie war. Die 3, zweites Element in der zweiten Zeile, bleibt auch da, wo es ist. Und hier zum Beispiel 2 und minus 1 haben ihren Platz vertauscht. Die 5 hat ihren Platz mit dem Punkt da unten vertauscht. Und die 8 hat auch ihren Platz mit diesem Punkt vertauscht. Also das ist einfach eine Spiegelung. Ist egal, wie Sie das sehen, läuft beides aufs selbe hinaus. Also transponieren ist eine ganz simple Operation, bei der Sie einfach Zeilen mit Spalten vertauschen oder die Matrix spiegeln, je nachdem, wie Sie das sehen wollen. Was man dabei vielleicht auch noch sich klar machen kann, ist, was bedeutet es denn eigentlich, wenn ich einen Vektor transponiere? Also ich habe einen Vektor, wie zum Beispiel 5, 1, 6. Dann macht man wieder was, was wir eben schon mal gemacht haben. Man kann sich, zumindest wenn es ums Rechnen geht, also einfach ums Hantieren damit, Vektoren auch immer ganz gut vorstellen als Matrizen, die einfach sehr schmal sind, wie ich das eben schon gesagt habe. Sie stellen sich einen Vektor einfach vor als eine Matrix, die nur eine Spalte hat. Vielleicht sollte ich an der Stelle nochmal sagen, das eine ist das Rechnen, das andere ist, was repräsentieren diese Dinger. Also wenn Sie mit denen rechnen, dann ist es häufig sehr hilfreich, Vektoren einfach als Matrizen zu interpretieren, so wie ich es eben gemacht habe. Wenn Sie später wirklich sich überlegen, was sind das eigentlich für Objekte, dann sind Vektoren natürlich schon was anderes als Matrizen. Ja? Man kann bei fast allen Sachen, wo es um das Kalkül geht, um das Rechnen geht, die Vektoren so betrachten, als wären sie hochkant stehende Matrizen. Aber in der Theorie nachher stehen die Vektoren für was anderes als die Matrizen. Zum Beispiel werden wir später über sogenannte lineare Abbildung sprechen. Da sind die Matrizen die Dinge, die für die Abbildung stehen, während die Vektoren die Dinge sind, die abgebildet werden. Ja? Aber solange es einfach um solche Dinge geht wie hinschreiben und damit rechnen, ist es immer sehr praktisch, und das macht man auch ständig, dass man sagt, das Ding ist doch eigentlich eine hochstehende Matrix. Was wäre denn dann der transponierte Vektor? Wie müsste das denn dann aussehen? Was wäre das dann? Genau, 1 Kreuz 3, sagt man. Genau, die hat einfach dann, dieses Ding hat nur eine Spalte, das Ding hat dann nur eine Zeile. Das heißt, das würde dann so aussehen, 5, 1, 6. Wobei sie, also als Matrix wäre das richtig, man würde aber wahrscheinlich, damit das beim Hinschreiben deutlicher wird, vorsichtshalber hier Kommata dazwischen setzen und würde das eventuell eher so hinschreiben. Das ist aber alles nur Schreibweise, ne? Wo wir das aber jetzt haben, das werde ich jetzt auch öfter machen,
Ich werde in Zukunft Vektoren, einfach um ein bisschen Platz zu sparen, so hinschreiben, dass ich sage, der Vektor v ist nicht etwa so wie da oben, der Vektor 5, 1, 6, sondern ich werde in Zukunft vielleicht öfter mal schreiben, dass es dieser Vektor transponiert. Dann spart man nämlich ganz schön viel Platz beim Hinschreiben. Dann kann ich ihn doch schön hintereinander hinschreiben und deute durch das T an, dass ich eigentlich den meine. Ne? Dann haben Sie halt eine platzsparende Schreibweise dafür.